Ja, herzlich willkommen zum heutigen Spiel der UAC Hamburg als Tabellenführer gegen den Hamburger Polo Club, der die Spitze von unten macht. Wir sind... Ja, wir sind die Marlene und die Lotti und wir freuen uns sehr, euch heute durch das Spiel zu führen und sind sehr gespannt, wie es hier gleich losgeht. Könnte auf jeden Fall ein griffiges Spiel werden. Ich glaube, das Hinspiel ist 6-2 ausgegangen. Genau. Mal sehen, was der heutige Tag so bringt. Auf jeden Fall. UAC ist auch voll besetzt. Genau, ja, der Hamburger Polo Club mit einem neuen Gesicht, der Tyra, die ihr erstes Spiel für die Polo Ladies macht. 2004er Jahrgang. Genau. Super Mädel und wir sind ganz gespannt, wie sie sich machen wird. Ja. So, dann geht's auch los. Ja, jetzt das erste Spiel nach der Pause, nach der Weihnachtspause. Mal gucken, wie ja, alle so aus der kurzen Zeit zurückkommen und ja, sich hier heute schlagen. Oh, gleich ein super Angriff von Paula. Starker Start. Sehr griffig. Wie erwartet, sehr, sehr stark durchgezogen. Ganz liebe Grüße übrigens auch an Polo-Ladies von uns, Lina Günther, Fizi Hena und Lucy Hiepen. Genau, die jetzt Lucy leider heute fehlt, die ihr PJ in der Schweiz in für zwei Monate ausführt, daher leider aktuell fehlt. Und Lina Günther auch im Ausland zurzeit. Und ja, die hoffentlich auch bald wieder zurück sind zur Verstärkung. Ich hoffe doch. Sehr gutes Brett von Daphne Lindner. Ja. Oh, das war hoch. Gut gesehen vom Schiri. Direkt ein sehr schnelles Spiel von beiden Seiten. Oh. Das war ja, unterbrochen. Knapp fast die Polo Ladies selber getroffen, aber alles gut gegangen. Spiel unterbrochen. Heute leider auch nicht dabei ist Ali, die auch ehemalige UAC-erin ist. Stimmt. Ist leider auch krankheitsbedingt heute nicht dabei. UAC wie erwartet mit starkem Druck vorne, starkem Pressing und auch erfolgreich. Ist ja trotzdem, würde ich sagen, sehr ausgeglichen noch. Aktuell noch ausgeglichen, ja. Oh, das war ins Brett. Sehr stark. Gutes Brett von der Paula, unserer Kapitänin. Oh. Stark von Paula. Paula macht bisher echt ein super Spiel. Schön, klasse gespielt von den beiden. Oh, schade, das war eine Riesenchance. Sehr schön. Gut, klasse von Svea zurückgearbeitet und direkt den Ball erobert. Ich glaube, das Hinspiel stand auch zur Halbzeit 0-0, oder? Ja, das Hinspiel war sehr ausgeglichen lange und irgendwann hat der UAC die Polo Ladies knacken können. Und dann ging das leider sehr Schlag auf Schlag. Wir wollen mal hoffen, dass es heute nicht so sein wird, sondern ja, das vielleicht auch anders ausgehen kann. Sehr hektisch jetzt gerade. Sehr hektisch, ja. Ja, für den UAC, die wollen natürlich das Final Four bzw. das Viertelfinale erreichen. Aktuell, glaube ich, mit 13 Punkten an der Tabellenspitze. Ja, die Liga ist noch sehr offen. Ich glaube, als da 10 Punkte jetzt, also da kann alles passieren und jedes Spiel entscheidend. Ja, und für die Polo Ladies zählt jetzt alles. Der Kampf gegen den Abstieg ist natürlich noch nicht aufgegeben, aber aktuell sehr schwer. Sehr schwer. Mit leider 0 Punkten. Sehr unglückliche, viele, ja, sehr, sehr knappe Spiele auch in der Saison und in der Hinrunde. Und ja, die Motivation ist auf jeden Fall da und wir wollen hoffen, dass das klappt. Vielleicht heute schon mit einem kleinen Glückstreffer. Das wäre schön. Sehr gut vom Polo verteidigt gerade. So, jetzt auf dem Feld Franzi.
Und Paula, genau, oh, klasse zurückgeholt von Paula. Gut gekämpft von der Anni. Nora Ammer jetzt auch wieder auf dem Spielfeld, die war kurzzeitig für 2 oder 3 Monate in Amerika, ist genau. Jetzt vor, ich glaube, 3 Wochen wiedergekommen, direkt eingestiegen. Auch wieder eine gute Unterstützung auf jeden genau. Fall. Und Marie Hamann macht jetzt hier ihre letzten Spiele für Polo, ist dann auch erstmal im Ausland, geht nach Chile und genau, kommt ursprünglich aus München und macht jetzt hier ihre letzten 2, 3 Spielchen und dann ist sie leider auch erstmal weg. Also eine sehr bunte Mischung aus quer durch Deutschland, die wir hier gerade auf dem Feld haben und genau. Oh, schade. 5 Minuten gespielt jetzt, ja. Immer noch 0-0. Ich wäre bereit für ein Tor. Genau. Aber es sieht auch so danach aus, es liegt so ein bisschen in der Luft, dass demnächst auch eins fällt. Ja. Also beide sind sehr... Oh, schade. Das ist ja natürlich... Oh, sogar für die Polo Ladies gepfiffen. Den habe ich jetzt nicht gesehen, aber... Freuen wir uns drauf. Kannst auch mal ein bisschen die UAC-Damen angucken. Natürlich auch hier gerade die Zong am Ball. Super Spielerin, Jani Zong, die Stürmerin ist auch noch relativ jung und sehr griffig und auch echt super gut. Dann die Ida Köllinger, auch U21-Spielerin, glaube ich auch schon für den A-Kader gespielt. Ja, ja. Auch echt super stark. Emmy und Günther auch mit Ida zusammen. Genau, Emmy Günther, ja die Schwester von Line Günther. Eine Polo-Lady und genau, auch U21-Spielerin, auch schon, glaube ich, A-Kader gespielt. Ja. Also sehr, sehr stark, genau wie die Torhüterin Rota. Also hier ist echt viel Qualität auf dem Platz und umso schwerer auch für die Polo-Ladies dagegen zu halten. Auf aber jeden Fall. Bisher wie gesagt, machen sie es super. Ja. Jetzt auch Amelie Wortmann, auch schon lange beim A-Kader dabei. Ja. Und auf jeden Fall eine Top-Spielerin hier. Genau. Auf dem Platz. Also super Qualität. Sehr stark verteidigt. Ja. Genauso wie Sophie Stomms, die 23, ist glaube ich aktuell sogar Top-Torschütze der Liga. Mit wie vielen Toren? Ich weiß es gar nicht, ich will mal nachgucken. Ach, mit 18 Toren, also da muss man auch ein bisschen aufpassen, ja. Dass die das Ganze nicht noch erhöht heute. Und genau, also schauen wir mal. Bisher noch keine Ecke gesehen. Oh, stimmt. Super. Oh, Marie Hamann am Ball. Ja, auch gut verteidigt. Okay. Und wieder geholt. Ist jetzt irgendwie raus oder ein Fuß ja. Kommen. Gut behauptet. Sichere Variante. Franzi Greif. Verliert kurz den Ball, aber holt ihn zurück. Gut. Gutes Brett wieder von der Nora und toll da rausgedribbelt. Im wahnsinnigen Dribbel. Ah, leider kein Vorteil gegeben. Muss sie, weil es hoch war. Deutlich gefährlich gepfiffen, denke ich. Ja. Sehr wieder gut. Aufgelegt. Das kann zu gefährlich werden. Oh. Haben Sie Glück gehabt? Nicht ganz so sauber verteidigt. Nicht ganz so sauber, ja. War noch vorm Kreis, glaube ich. Und nur mit einem Freischlag. Wahnsinnsanspiel. Gut verteidigt. Die Bretter liegen echt gut heute ja, bei den Polo Ladies. Also verteidigen griffig. Kann so weitergehen. Genau. Aber die UAC-Damen natürlich auch. Auf jeden Fall. Sehr stark von Franzi abgefallen. Vorgekommen. Klasse, den Ball wiedergeholt. Oh. Weiter zurück. Ist jetzt natürlich hier direkt ein bisschen hitzig. So wollen wir das. Genau. 6 Minuten noch im ersten Viertel. Vielleicht sehen wir ja noch ein Tor in den 6 Minuten.
Die Polo-Damen kommen da echt gut raus aus deren Pressing. Und kommen auch da echt gut vor. Mit Sverbücker gerade am Ball. Auch sehr griffige Spielerin. Super Stürmerin. Kommt ursprünglich aus Bremen und war früher schon mal bei den Polo Ladies. Dann hat sie sich so ein bisschen ins Ausland verschlagen. Und ist jetzt, sie hat zurückgefunden. Hat Gott sei Dank zurückgefunden und hat jetzt auch schon einige Male getroffen. Also hoffentlich sehen wir da auch heute nochmal, dass sie da das ein oder andere Törchen für uns zaubert. Das wäre auf jeden Fall schön. Franzi gerade wieder sehr stark verteidigt. Genau. Der Freischlag für UHC. Da gibt es auch den Blockwechsel. Es wäre auch echt bekannt für ihr starkes Pressing. Schade, bitter, dass sie da zurückgepfiffen wird. Tete ist da. Unsere Torfrau. Genau. Hat uns auch schon das ein oder andere öftere Mal gerettet. Genau. Oh, jetzt super abgefangen von Katha Ness, der Tochter unseres Co-Trainers, Freddy Ness, sollte jedem ein Begriff sein. Auch eine der Jüngsten in dieser Mannschaft. Genau, der Jüngste. Nicht die Jüngste. Nee, nicht die Jüngste, aber einer der Jüngsten. Oh, schade, guter Ball von Lea Hartmann. Genau. Katha heute mal in Sturm gerutscht und spielt sonst auch viel im Mittelfeld. Stark wieder das gibt einen Freischlag. Gut gemacht von Svea. Und jetzt nochmal der Wechsel zwischen Franzi und Paula. Toller Ball. Schade. Schade. Gutes Anspiel von Lea Hartmann. Auf jeden Fall von Pole jetzt sehr griffig, ja, auf deinem Kreis. Lea Hartmann hatte diese Woche Geburtstag, 25. geworden, ne? Ja, ja. Alles Gute nachträglich, genau, auf jeden Fall. So. Wieder stark abgefangen von Katha. Schade. Ja. Schade. Das war die... Gut gehalten. Ja. Der erste richtige Torschuss von den Polo-Ladies. Schade, gut gemacht von Katha, auch im Nachschuss. Oh, jetzt. Direkt ein schneller Konter. Stark gehalten von TT mit dem Handschuh. Und wieder. Spannend. Ah, jetzt gibt es die Ecke. Nicht so ganz ersichtlich gerade für mich, wofür. Weil meiner Meinung nach gut gehalten von TT und dann auch im Nachschuss einfach mit dem Brett unten. Deswegen sehe ich gerade nicht, weshalb es die Ecke gibt. Aber die Mädels beschweren sich auch nur kurz. Also scheint wohl richtig gewesen Richtig gewesen zu sein. Ich kann jetzt leider gerade nicht so richtig deuten, weshalb. Da ist das 1-0 für UAC. Leider. 2 Minuten vor der Pause. Ist natürlich immer ärgerlich mit so einer Ecke, wo man nicht so richtig weiß, weshalb es die jetzt gab. Kann man nicht ändern. Egal, 1-0, 0-1. Heißt noch gar nichts. Direkt wieder Vollgas, gutes Anspiel. Schade. Schade. Und wieder ein schneller abgefangen. Konter. Ida Köllinger auch super schnell gerade wieder an ihrem Konter. Gutes Brett wieder von der Paula. Noch knapp 2 Minuten zu spielen. Boah, schade. Ja, UAC ist natürlich super konterstark auch. Ja. Gerade und ja. Kurz den Schiri getroffen, aber es geht weiter. Oh. Ah, da leider nicht ins Brett spielen lieber. Gut, Tete ist da. Gut. Sehr stark. Nochmal der Wechsel vorne. Schön zusammengespielt. Schade. Bisschen spitzer. Wir wissen ja auch, ein 0-1 in der Halle heißt noch nicht viel.
haben ja noch drei Viertel vor uns. Die letzte Minute ist jetzt angebrochen. Und genau, gerade Daphne Lindner am Ball. Auch schon noch gar nicht so lange bei den Tololays. Ich denke immer, sie ist schon ewig da, weil sie irgendwie, ja hier, irgendwie so wie gefühlt wie ein Urgestein ist. Aber das glaube ich auch erst seit 3 Jahren bei Polo. Zwei, drei Jahre. Ja. Also noch gar nicht ewig. Kommt ursprünglich aus Düsseldorf. Ist mit ihrem Freund hier in Hamburg, Maxina Nurglu von den ersten Herren, die auch im Anschluss hier spielen. Auch gegen UAC, ne? Um 14 Uhr. Ja. Und genau, ich glaube, die beiden sind auch nicht mehr wegzudenken aus dem Polo-Club. Paula wieder, wahnsinnig stark. Ah, Schlägerstellen gepfiffen. Der Ball lag meiner Meinung nach nicht. Ja, gut gesehen vom Schiri. Sehr gut. Zurückgepfiffen. Und da ist und das jetzt erste wieder. Viertel. Genau, vorbei. Auch Glück gehabt. Vorbei, bis gleich. So, dann da sind wir wieder. Kurze Pause und weiter geht's hier. Sehr schön. Wir sind sehr gespannt, was das zweite Viertel bringt. Sehr gespannt, ja. Alles offen. Ich finde, die Pololays machen es echt gut. Halten da toll dagegen. Ich würde nicht mal sagen, halten dagegen, sondern spielen auch echt gut mit. Total. Haben selber gute Spielzüge nach vorne. Schöne Angriffe schon gefahren. Ich kann mir vorstellen, dass da heute auch mehr drin ist. Auf jeden Fall. Ist natürlich auch UAC hat natürlich, wie gesagt, auch glaube ich, klar auf der Liste, uns hier zu schlagen und die nächsten Punkte fürs in Richtung Viertelfinale einzutüten. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall super spannend, wie erzählt. HTHC hat jetzt auch gerade am Mittwoch, glaube ich, 8-9-2 die Bremer HC geschlagen. Also das war jetzt auch eine klare Ansage in Richtung, wir haben uns nicht aufgegeben, wir wollen da auch noch einiges holen. Boah, stark, starker Ball, schade, der ist leider... Hat sie ihn noch? Hat sie noch. Klasse. Stark gemacht. Schade. Zweiter Torschuss. Ja. Torschuss. Ja, toll gemacht. Also ich finde, Paula macht bisher ein Wahnsinnsspiel. Die bedient da ihre Mitspielerin echt super und hat da ein Wahnsinnsbrett hinten. Geht gut mit nach vorne. Das macht sie echt gut. Steht da gerade hin mit Daphne. Auch sehr eingespieltes Team in der Verteidigung. Total. Sehr sicher, souverän. War ein blinder Ball leider, aber stark gut Glück gehabt. Von UAC. Direkt los. Oh, Ball verloren. Und das macht natürlich UAC super. Also Konter gehen ratzfatz und ins Brett gespielt. Meiner Meinung nach. Ja, haben wir auch den Ball für uns. Ja, Paula spielt jetzt hinten rechts, sonst eher hinten links. Auch mit der Lucy zusammen. Ja. Der ist ärgerlich. Boah, der war sehr ins Brett gezogen. Stark. Das lag da auf jeden Fall schon. Gut verteidigt. machen sie echt gut so. Stark von OAC vorgekommen. Ja. Aber da ist TT. Ärgerlich. Leider den Fuß getroffen. Macht nichts, wird verteidigt. Auf jeden Fall. Die beiden Schiris machen das bisher auch echt gut. Auf jeden Fall.
kann man mitarbeiten. Genau. Oh, super stark gehalten von Tete und im Nachschuss daneben. Ja, klasse, sehr verteidigt. Stark. Ist natürlich jetzt wichtig, da nicht das 0:2 zu kassieren und den Anschluss offen zu halten. Genau, oh, schade. Das war natürlich ein super Ball. Da ärgert sich die Marie auch, aber den nächsten hat sie wieder. Sehr schön gespielt, ja. Oh, der war hoch in die Mitte. Ruhig spielen jetzt. Genau, Anni Wenzel, die auch im Sturm spielt. Das wäre jetzt wieder auf dem Platz. Ja, stark durchgesetzt von der Katta. Jetzt auch eine gute Kombi. Schade, leider ein Ball verloren von Lea Hartmann. Gute Kombi da zwischen Lea, Svea und Katta vorne. Die machen das auch echt gut. Und leider ein sehr, sehr guter Zieher von Polo, von der Uhrzieherin. Und jetzt Franzi. Oh, kommt gut an. Bin nochmal aufgelegt von Svea. Und jetzt geht's weiter. Ja, hat sie den Ball gut wieder geholt. Und Schlag für UAC. Oder Freischlag. Oh, gut stark vorgekommen von Franzi. Ganz toll den Ball da erobert. Gutes Anspiel auf Katta, die jetzt außen rum geht. Gut durch. Oh. Klasse, die Ecke geholt. Im Schlägerfoul. Von Katalina Ness. Ganz stark. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Paula. Denke ich auf den Schuss. Wenn man es auf dem Schuss wäre. Lea Hartmann, alle drei können Ecken schießen. Schauen wir mal, was passiert. Damit wäre natürlich das Spiel wieder komplett offen. Direkt in die Mitte. Und gut gehalten von Rota. Aber Svea holt sich direkt einen Freischlag wieder. Kam leider nicht 100% raus. Und wieder gut von Svea den Ball geholt. Gut, das war jetzt die erste Ecke. Vielleicht sehen wir da noch mehr. Einfach mal probiert, doll in die Bande zu hauen. Hat nicht funktioniert, aber... Beim nächsten Mal klappt's. Ja, war leider auch gerade nicht viel offen nach vorne. Oder viel machbar. Da habe ich auch kein Angebot für sie da, deswegen warum nicht? Einfach mal probieren. Oh, das war... Sehr stark wieder von Uhrzeit. Ja. Hoch, aber unterbrochen. Jetzt natürlich Abstand halten, ist wichtig. Oh, wow. Das war den eigenen Mann getroffen mit der Rückhand, obwohl es natürlich ein guter Rückhandschlenz war. Aber glaube ich den eigenen Mann getroffen, von daher Abschlag. Ja, wieder am oh, Ball. Klasse aufgelegt. Oh. Ach, schade, hat der ein bisschen doller. Dann, ja, und wieder der Vorschlag für UC, auch schnell ausgeführt. Das machen die wirklich viel und stark von Franzi mitgearbeitet. Bin noch mal gespannt, wie die anderen Teams sich heute so schlagen. Jetzt zeitgleich Flottbeck gegen Alster. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie es da steht. Natürlich für uns auch wichtig zu wissen, wie sich Flottbeck schlägt. Und genau, der HTHC hat ja schon am Mittwoch gespielt gegen Bremer HC. Und morgen haben wir dann den HTHC, auch hier in eigener Halle. Das Spiel war auch relativ knapp. Genau, es ging 5:4 für den HTHC aus. Und ja, schauen wir mal, was morgen so passiert. Spannend. Oh, das. Oh, oh, stark gehalten, aber im Nachschuss ist er an die Latte. Also ganz viel Glück gerade für die Polo Ladies. Stark gehalten von DT und dann im Nachschuss an die Latte von Ida Köllinger.
Aber wir haben auch schon festgestellt, manchmal muss das Glück auch ein bisschen auf der Seite von uns jetzt sein. Das war nämlich in der Hinrunde nicht so. Kann man auch mal... Oh, ganz stark von Franzi und Greif. Jetzt alleine im Schusskreis. Oh, schade. Das war meiner Meinung nach auch sehr stark ins Ausgespielt. Hier sieht das anders, aber wahnsinnig stark gemacht von Franzi. Toll vorgekommen, hat es jetzt schon 2-3 Mal gemacht, also echt super. Und verstehe auch zu Recht, dass sie sich da ein bisschen beschwert, weil der Ball schon sehr, sehr doll ins Ausgezogen wurde. Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich trotzdem ein bisschen die Polobrille auf, muss man auch sagen. Von daher, ja, Spiel geht weiter. Es ist auch 6 Minuten 50 zu spielen. Gucken, was da noch so passiert. Ein Tor vor der Halbzeit wäre auf jeden Fall noch für die Polo Ladies, ja. Hochgepfiffen ist jetzt gar nicht mehr so einfach. Also angeblich gibt es ja kein Hoch mehr. So, also schwierig, muss ich sagen. Gefühlt ist es auch manchmal so eine 50-50-Chance. was jetzt gepfiffen wird, also so richtig den Ohr. Oh, Wahnsinn, Ball. Toll. Toller Ball, schade, dass Marie den nicht mehr bekommen hat. Aber Daphne hat jetzt schon so 2-3 richtig schöne Bälle daraus gespielt, also es macht sie echt auch super heute. Ein Günther hinten in der Verteidigung. Dabei nach vorne. Gut vorgekommen. Den hat die Daphne im Liegen gespielt, also Freischlag für die Polo Ladies. Stark von Daphne. Stark, macht sie auch schnell. Oh, schade, kommt leider nicht an. Und wieder der schnelle Konter. Ja, und die sprinten nach vorne mit dem Ball. Also und guckt die Ecke. Oh, das ist ein sehr harter Pfiff. Ja. Aber kann man nichts machen, ist die Ecke. Ja. Dass gut verteidigt wird, so wie die Ecke eben auch. Genau. Ja, in der Zeit können wir mal kurz gucken, wenn sie sich aufstehen, wie es bei den anderen steht. Ja, der Club an der Alster führt inzwischen 13-0 gegen Flottbeck. Genau. So, von der falschen Seite rausgegeben, direkt in die Mitte mit Rückanzieher und der ist leider drin. Ärgerlich vor der Halbzeit. Ja, ich meine, das macht die Stomps. Ich habe es nicht ganz genau sehen ja, können. Das war dann wohl ihr 19. Treffer in dieser Heimsaison. Ja, hat sie gut gemacht mit dem Rückanzieher nochmal verlagert. Und ja, trifft da zum 2-0 für den UHC. Noch 4,5 Minuten zur Halbzeit. Natürlich wichtig, jetzt noch den Anschlusstreffer zu erzielen, um halt drin zu bleiben. Auf jeden Fall. Und vor allem keinen mehr zu kassieren. Ja, das ist jetzt erstmal der Abschlag, sich neu sortieren und Paula Fellmanns kommt wieder ins Spiel. Oh. Ja, oh. Oh. Hat Glück gehabt, gut gelöst. Und Annika Wenzel jetzt am Ball. Und ja, erreicht aber Marie. Die geht durch. Ja, Platz. Stark. Oh. Ah, schade. Oh. Fuß. Ah, leider den Schläger vorher getroffen von Nora Amme. Aber trotzdem gut gemacht von Marie. Die zieht da einfach weiter. Wird nicht direkt angegriffen. Und sucht so. Nora. Wie gesagt, die Angriffe sind schön und ist auch echt was dabei. Das Tor ist leider nur noch nicht getroffen worden. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bei UHC echt auffällig, die sind super, super fix mit allem, was sie tun. Also, der Ball war hoch gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich einfach sehr, sehr schnell im Konter. Diese Bälle sind echt schön, aber leider jetzt auch gut abgefangen. Und auch den Freischlag geholt. Und wieder super schnell ausgeführt. Das ist natürlich stark gehalten von TT. Ich hätte jetzt auch gedacht, den senkt guter sie tief Schuss. Ein, also flach ein, also gut gehalten von TT. Aber auch schön gespielt, ja, und schön gespielt vom UHC auch vorher. Die suchen halt auch immer echt den schnellen Ball nach vorne. Ja, der Wechsel bei Polo und das Sturmduo Katta und Svea und
Lea Mittelfeld, Ball gut geholt. Ja. Schnell gemacht das Spiel. Sie drückt auf den Ball, verstehe ich nicht, warum sie da zurückgepfiffen wird. Sie hält ihn kurz an. Ja, gut. Bisschen weit, zu weit in der Mitte vielleicht. Oh. Schlag von Lea. Ah, oh, leider sehr ins Pott gezogen. Aber der, ja, hätte vielleicht noch ein bisschen weiter rumgehen können, aber trotzdem gut gemacht. War natürlich auch sehr zu direkt. Gab das da Ida nicht ganz, Köllinger nicht ganz an den Ball kommt, sonst wäre da ziemlich viel offen gewesen. Oh. Ja, ist der Ball für Jan Song. Glaube ich, auch ein sehr intensives Spiel für beide. Also hier gibt es wenig Pausen. Es geht irgendwie von links nach rechts und ja, sehr schnell alles. Aber trotzdem schönes Spiel, schön anzuschauen. Auf jeden Fall. Ich glaube auch für ja, die recht volle Halle inzwischen. Ganz schön anzusehen. Ja, die Herren sind jetzt mittlerweile auch schon da. Spielen natürlich jetzt auch gleich im Anschluss. Auch nochmal ein spannendes Spiel für die. Auch wichtig für auch die Punkte wichtig, zu sammeln. Genau. Um den Anschluss noch zu bekommen bzw. zu halten. Oh, jetzt kurzer Zeitstopp. Einmal die Daphne. Weiß ich jetzt nicht. Hat sie mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht, nee. Was auch immer das war. Eine Minute ja. Jetzt zu spielen noch. Dann der geht's in direkte die Ball. Wo sie natürlich jetzt Zeit ein bisschen einnehmen. Ja. Hat keinen 2-0 Druck. Die Halbzeit genau. Zu starten. Können wir nochmal schauen, wie das andere Team, die anderen beiden Teams in die Halbzeit gehen. Oh, ein Angriff noch vom UAC. Aber wieder das Brett da von Daphne. Und dann auch TT. Ja, da ist jetzt Gott sei Dank zu, haben sie gut gegengehalten. Noch 30 Sekunden, also der Angriff ist noch offen. Wieder starkes Brett, also da muss man echt sagen. Und jetzt der Fuß, also wirklich toll, wie die Mädels gemacht. Hier zurückarbeiten. Genau. Noch 15 Sekunden. Da steht inzwischen 4-1 beim Alster gegen Flottbeck. Oh. Und genau, eine letzte Chance. Hier ist noch eine letzte Chance. Oh, hat sie gut durchgezogen. Und damit ist es vorbei. Und wir gehen mit einem 0-2 für den UAC Hamburg in die Pause. Bis gleich. Ciao.
So, die Kinder bitten wir mal runter von der Tanzmitte. Es geht hier weiter. Der UAC wird nicht mehr kommen. Die Kinder jetzt mal bitte von der hier runter, denn die Mannschaften sind wieder da. Dankeschön, auch mit dem Fußball runter jetzt. Jungs, auf geht's. Wir sehen uns wieder. Super, da sind wir wieder nach der Halbzeitbesprechung. Und ja, zwei Viertel noch vor uns. Genau, schauen wir mal, was jetzt kommt. Wir werden beide nochmal angeheizt haben. Auf jeden Fall. Genau, die UAC führt. Sehr für alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Oh, sehr doller Druck von UAC direkt. Oh, das war eine schnelle. Schneller Start ins Spiel, ja, auf jeden Fall. Direkt geht es hitzig weiter, aber mit Abschlag für Polo. Genau, wir wollten gerade erzählen, dass es 2:0 für den UAC steht. Gut vorgekommen, aber leider der Pfiff gegen Svea. Genau. Wir kriegen ja auch viele Nachrichten von allen vor dem Stream, die mitfiebern. Und natürlich hoffen, dass die ja, Mädels hier was holen, weil hier echt was drin wäre heute. Also momentan sieht das gut aus. Liegen natürlich 2:0 hinten. Trotzdem sehr ausgeglichen. Sehr ausgeglichen. Jetzt hier wieder eine Chance. Oh, gut gehalten. Von und Freischlag. Sehr gut. Für Polo. Auch schnell ausgeführt und schade, es wäre gefunden, aber ja, Lea holt ihn wieder und erstmal im ruhigen Aufbau über Daphne Lindner und Paula Fellmanns. Oh, der direkte Ball. Ball nach vorne, ja, stark abgefangen. Natürlich die Svea und oh, schade. Ja. Es gibt die Ecke und Karte für Daphne Lindner. Ich glaube, Lea Hartmann. Okay. Doppelte Bestrafung ist natürlich super hart. Die erste grüne Karte. Jetzt in Unterzahl. Erstmal die Ecke verteidigen. Ja. Die beiden ersten Tore sind natürlich durch Ecken gefallen. Deswegen ist das jetzt natürlich ja, eine weitere Chance für den OHC. Gefährliche Chance. Nur zu viert. Muss die Polo Lace alles reinhalten. Direkt in die Mitte. Auf Ablage. Und oh, toll gehalten. Und zweimal wahnsinnig gut gehalten von TT. Da ist es wieder, dass sie uns ab und zu doch schon doll rettet. Schmeißt sich da zweimal super in den Ball rein. Und ja, jetzt gilt es natürlich, die Unterzahl zu überstehen.
Zu überstehen. Nicht zu überstehen. Zu überstehen und ja, da kein Tor zu kassieren. Bisher machen sie es aber gut. Ja. Klar, super anstrengend. Gut gehalten, ist ihr, glaube ich, aber auch ein bisschen abgerutscht. Der Bluter. Genau, die ersten beiden Tore sind gefallen von Sophie Stomms, hatten wir ja schon gesagt, die jetzt Torschützenkönigin aktuell ist der Liga. Oh, und Jara, jetzt wäre Jara Mandel gut abgefangen und in Unterzahl in Angriff. Dafür sind wir mal vorne. unsere sichere Bank leider Schlägerstellen gepfiffen. Und wieder und Polo in der Falsch. Ah ja, super. Wieder vollzählig, von daher alles wieder im gewohnten Bild. Mal kurz sortieren. Bei Flottbek gegen Alster steht es inzwischen 5:2 für den Club an der Alster. Oh. Und jetzt wieder Ruhe reinbringen, sortieren. Genau. Super vorgekommen. Und der Freischlag. Lea Hartmann führt schnell aus. Oh, das war natürlich. Und die Ecke. Stark, also ganz gemacht. Toll gemacht von Lea Hartmann. Die hier schnell ausführt, den Ball vors Tor bringt und ich glaube einen Fuß findet. Ja. Und ja, die Ecke für. Jetzt bin ich gespannt. Wird wieder von der falschen Seite ausgeführt. Ja. Wir haben Svea, Lea und Paula am Schuss. Es ist jetzt natürlich super wichtig, den frühen Anschluss zu finden nach der Halbzeit. Auf jeden Fall. Um das Momentum auf der Seite von den Polo Ladies zu haben. Aber wie gesagt, auch eine sehr gute Torhüterin da im Tor. Und Lea trifft leider nicht. Gut geschossen, gut gehalten. Trotzdem gute Chance. Jetzt wieder der Wechsel bei UAC Hamburg. Ja, Mädels sind weiterhin sehr griffig im Verteidigen, aber. Ida Kellinger echt auffällig, wie schnell die hier immer ausführt. Sprintet gefühlt sofort mit dem Ball nach vorne. ist natürlich auch sehr gefährlich. 5 Minuten jetzt gespielt. Kein Tor bisher. Aber Jara. Gut gehalten. Freischlag rausgeholt. Stark gemacht von Katanes. Kriegt auch direkt die Pause. Jetzt wieder Franzi und Paula hinten. Marie wieder vorne, die doch leider hoch. Ein oder anderen Ball vorne schon. Genau, verwandelt, ne? Jetzt leider war der nur ein bisschen hoch, der direkte. Deswegen Freischlag für den ORC. Den verliert sie leider, aber Jara Mandel kriegt ihn noch in der Ecke, legt ihn auf und wieder hinten rum. Das ist wirklich ein sehr gute, schnelle, genaue Anspiele von UAC. Okay, schlechtes Beispiel gerade. Genau, aber davor und damit jetzt der Abschlag, der Aufbau für die Polo Ladies. So, einmal hochgestoppt. Das ist der glückliche Ball für die Mädels, für die Polo Ladies. Oh, wollte da schnell loslaufen, aber findet nicht so richtig. Oh, jetzt oh, legt mit Paula. Ihn auf. Oh, leider verloren, beziehungsweise Paula verliert ihn leider und kriegt auch nichts gegen sich. Aber man muss natürlich jetzt auch bei zwei Toren, die man hinten liegt, einfach auch mal mutig sein und Dinge probieren, weil sonst wird das hier nichts. Deshalb auch gut gemacht von Paula, einfach mal was zu riskieren. Ja. Wieder stark von Jani gemacht. Ja. Wirklich sehr flink in dem, was sie tut. Also auf jeden Fall, auch am Stock sehr stark. Auch Franzi sehr griffig heute. Super stark, was sie jetzt hier schon so wegverteidigt hat.
finde auch eine tolle Szene gehabt. Gut vorgekommen, allein aufs Tor zugerannt. Auf jeden Fall. Dann so eine fragliche Situation gehabt, ob das hätte eine Ecke geben können oder nicht für sie. Aber stark von OHC abgefangen. Ja. Jetzt wird es wieder schnell, das Spiel hier. Und wieder stark. Oh, jetzt geht mal Marie. Klasse gemacht. Marie gemacht. Ist natürlich gefährlich, dass da jetzt alles offen ist. Ja, oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, gut aufgelegt. Und hinten über Nora. Langer Ball. Oh, leider nicht früh genug vorgekommen. Beziehungsweise gut vorgekommen von der UAC-Rin. Glück gehabt, dass Franzi Chance. Den noch berührt. Das war super wichtig. Meiner Meinung nach finde ich auch lange Ecke, genau. Richtig gesehen. Hat Franzi noch getroffen, aber der war auch wichtig. Sonst wäre Janizong da dran gewesen. Beziehungsweise den freien Torschuss gehabt. Hätten sie nur noch reinblocken müssen. Also super, super wichtiger kleiner Touch von Franzi Greif. Oh, schön nach vorne geblockt. Gut von Stark gutes von Brett von Paula. Wird so gedrückt, müsste eigentlich. Oh, das ist jetzt. Die ganze Bande dreht sich hier gerade ein bisschen. Ich spring mal kurz ab. Starker Einsatz von Marleen hier, rückt die Bande wieder gerade. Ist die Bande ein bisschen gerichtet? Genau. Sechs Minuten noch auf der Uhr. Ja. Kein Tor auf beiden Seiten. Ja, wir können ja auch mal. Oh, das war stark gehalten. Also, wie sie den noch bekommen hat und ganz stark vorüber. Marie, die ein bisschen mit Jaramande kollidiert, aber alles gut, glaube ich. Die weiß nicht, auf die Zähne hat, da irgendwie was gegen den Kiefer bekommen. Scheint zu gehen. Hockey-Minutes sind hart in Nehmen. Oh, langer Ball, stark, dass sie den leider gegen sich gepfiffen bekommt. War sie ein bisschen zu doll gegen die UAC-Rin gelaufen. Wieder Wechsel beim UAC. Ja, wir können ja mal auch einen Ausblick geben für die Liga. Ist ja jetzt nächste Woche, also noch zwei Wochen Ligaspiele, dann sind die Viertelfinals. Und dann am 4. 5. Februar das Final Four in Frankfurt diesmal. Ich glaube, das ist das erste Mal sogar in Frankfurt. Ich glaube auch. Unsere Polo-Herren hoffen natürlich noch, dass sie das schaffen. Und wir sind sehr gespannt, wie viele Hamburger Teams auch auf da sein Fall. Werden. Wir sind natürlich trotzdem im Norden vereint. Und wer es auch immer schafft, hoffen natürlich, dass es ein Hamburger Team sein wird. Von jetzt an erstmal Fokus noch auf den Ligaspielen. Stark von zwei. Die Polo Ladies spielen nächsten Freitag gegen den Club an Alster. Freitagabendspiel, genauso wie die Herren. Und Samstag ist dann frei und Sonntag geht es dann eventuell schon ums Eingemachte gegen Flottbeck. Oh, jetzt große Chance für UAC. Ja. Oh, Glück gehabt, dass Franzi wieder mal so ein Brett hat. Stark mit der Rückhand auch rausgespielt. Mutig, aber sehr stark gelöst. Ja, wie gesagt, wir spielen dann nächsten Sonntag gegen Flottbeck noch und die Woche drauf einen Einzelspieltag gegen Bremen. Am 22. haben dann alle ihr letztes Spiel und dann steht auch alles fest. Alle, die heute nicht viel zu tun haben, hier im Anschluss gleich noch die Herren. Könnte auch ein spannendes Spiel werden. Ja, Gott sei Dank hoch hier einmal mit der Rückhand von Amelie Wortmann, dadurch Freischlag für die Hamburger Polo Ladies. Ja, noch 3 Minuten 40. Jetzt im Moment ist es so ein bisschen, kleines Hin und Her. Hin und Her, genau. Beide haben Chancen auf jeden Fall. UAC würde ich sagen, ein bisschen mehr ja, hier. Ja, ist gerade ein bisschen mehr vor unseren Augen. Aber was die Mädels heute echt gut machen, sind die tiefen Bretter im eigenen Kreis. Ja. Also da haben die schon echt einiges wegverteidigt. Ja, gut, auch Paula wieder, die jetzt einfach mal versucht zu pressen. Muss jetzt auch sein. Oh. Knappe Chance für die Mädels vom UAC. Wirklich sehr knapp am Tor vorbei, gut gespielt. Ja, Glück auf unserer Seite. Ja. Polo gut abgebrochen Ladies. Von Daphne. Gut, finde da keins zu weit
weg. UAC jetzt schon sehr viel in unserem Kreis. Ecke leider hoch von die Ecke. Paula beschwert sich. Beschwert sich sehr doll. Ich konnte jetzt gerade nicht so richtig sehen, von wem das jetzt hochging, aber Paula scheint sehr sauer. Und Paula ist sehr korrekt. Also schätze ich, dass sie da auch recht hat. Mit dem, was sie sagt und tut. Also, da habe ich die Wut in den Augen gesehen. Ich glaube, das war nicht ganz korrekt. Gut, ab. Ist wieder gefährlich. Muss natürlich verteidigt werden. Wieder direkt in die Mitte. Gut rausgegeben, aber da ist Tete wieder. Stark verteidigt. Sehr stark. Klasse gemacht. Wirklich sehr stark. Tete hält hier echt wahnsinnig gut heute. Ich glaube, es war die dritte Ecke, die sie im Alleingang hat. Im Alleingang quasi abgelaufen hat. Sehr stark. Die Mädels jetzt auch mit Druck vorne, nichts zu verlieren. Muss langsam leider auch mal passieren. Ja, wir gehen gleich ins letzte Viertel, stark abgefangen von Katar. Dass sie da auch den Pfiff nicht kriegt, verstehe ich nicht so ganz. Ja, jetzt den Pfiff gegen ist klar. Das war ein nahezu viel. Ja, haben wir die Wortmann auch UAC. Sehr stark am kommt da gut durch. Vorstor fast. Aber das Brett liegt ja wieder da. Und der Freischlag gut gemacht. Mädels sind echt stark am Verteidigen hier. Sehr griffiges Spiel zwischen UAC und Polo Ladies. Ich denke mal, die UAC-Damen hätten sich hier auch einen Mehrfach erhofft. Was jetzt passiert? Amelie Wortmann wird, glaube ich, ermahnt. Ja, die hat jetzt, glaube ich, ein-, zweimal zu viel gemeckert. Regt sich hier auf, will natürlich auch mehr, ist klar. Die Tordifferenz am Ende soll ja auch stimmen. Auf jeden Fall. Aber auch die Schiris finde ich immer noch sehr solide, ja. Super. Stark durchgesetzt. Ja, auch ein bisschen früh eingegriffen. Jetzt nochmal ruhig aufgebaut. Oh, schade. Der war leider hoch. Gute Idee. Aber sie sind dran, sie geben nicht auf. Sind sehr motiviert, man sieht, dass sie wollen. Und ja. Hoffentlich sehen wir hier noch Lohnen ein, sich zwei noch. Genau. Ja, sind natürlich sehr genau hier mit der Ausführung. Jetzt im Druck. Meiner Meinung nach können die Mädels sogar noch mehr pressen. Das ist noch nicht ganz... Stark wieder vollkommen. Ist vorne noch nicht, meiner Meinung nach, genug Druck, wenn man jetzt... Oh, ganz stark. Oh. Ärgerlich. Das war sehr ärgerlich. Aber da gingen ganz viele Arme hoch. Ich glaube, da haben die Mädels irgendwie einen Fuß gesehen. Konnten wir leider von hier nicht genau erkennen. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Schade, abgepfiffen. Leider zu schnell in den Kreis reingegangen. Oh, bei Club an der Alster gegen Flottweg steht es mittlerweile 9-2 für der Club an der Alster. Das ist ziemlich deutlich in der 43. Minute. Also denke ich, sollte das für den Club an der Alster ausgehen. Ziemlich souveräner Sieg. Gut, gestoppt von Anni, die jetzt auch einfach mal sich traut, weil da wieder Schlägerstellen geschiffen bekommt. Da ist die Viertelpause. Gehen wir gleich ins letzte Viertel. Ja. Ich hoffe, noch mehr Glück auf Polos Seite natürlich, mit unserer kleinen Polo-Brille hier auf. tolles Spiel bisher, schön anzuschauen. Ja, wir hoffen natürlich gerade so ein 0-2 gegen UAC. Hätten wahrscheinlich viele vorher nicht gedacht, dass wir so ins letzte Viertel gehen. Nee. Von daher hoffen wir natürlich, dass da noch was drin ist. Aber ich muss auch sagen, die Mädels machen das echt super von Hamburger Polo Club. Sind sehr griffig heute, tolle Bretter unten und haben aber auch auch nach vorne echt gute Szenen gezeigt und ist noch alles drin, sage ich viele mal. Chancen, natürlich ärgerlich, dass die noch nicht so richtig verwertet wurden und die beiden Gegentore fielen durch zwei Ecken, also aus dem Spiel heraus wirklich alles dagegen gehalten bisher, sehr stark und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ja, das war jetzt auch der Ton zum letzten Viertel. Muss ich wieder aufstellen. Und wir gehen in die Crunch-Time. Die letzten 15 Minuten. Hier kann noch einiges passieren. Die Trainer vom UAC werden den Mädels jetzt auch nochmal eingeheizt haben, da nochmal zu erhöhen. Genauso wie die Trainer von den Polo-Ladies. Einfach mutig zu sein und ja. Glaubst du, hier wird der Torwart noch eventuell in den letzten Minuten rausgenommen? Nein, das glaube ich nicht. Das machen die Polo-Ladies, glaube ich, nicht. Untypisch. Untypisch. Die werden jetzt voll Gas geben.
bisschen mehr Druck. Gerade so eine Svea Böker ist dafür bekannt. Boah. Die gibt so viel Gas am Ende. Die drückt die. So viel. Oh, toller Ball. Schön aufgebaut gerade. Leider eine Ecke von Anni gefangen, muss da wieder raus. Findet Nora. Die zieht leider ans Brett. Oh, und jetzt wieder schnell vom Ohr ja, der war hoch. Glück gehabt, dass die da einen kleinen Hepper ausgepackt hat, weil das hätte jetzt auch schön enden anders aussehen. Aber ein super Start, toller Aufbau. Oh. Leider nicht gefunden, schade. Rennt Marie gerade weg. Ja, liebe Grüße an Annalena Ulbrich, die auch gerade auf YouTube unterwegs ist. Freut uns natürlich sehr, dass hier auch einige andere Vereine zuschauen. Auf jeden Fall auch ganz liebe Grüße an Vio von der Mühlen. Genau. Auch von den Polo Ladies, auch im Ausland für Medizinstudium. Wird auch stark vermisst. Ja. Aber wie man sieht, wir sind sehr international unterwegs. Ist natürlich auch eine sehr junge Truppe, die viel noch. Viel noch macht und tut und viele, die noch studieren und auch natürlich dadurch auch mal noch ins Ausland, nochmal ins Ausland verschlägt, aber auch gerade zum starker Ball. Oh, ist das ärgerlich. Schade. Da wäre Marie durch gewesen. Ich finde, Daphne spielt heute echt tolle Bälle, wirklich schwer zu berechnen und super, super stark. Gut von Anni da zurückgekämpft, ja, aber die ist einfach stark. Starkes Brett. Glück gehabt. Geht daneben. Sehr starkes Brett wieder von Daphne. Ja. 13 Minuten, immer noch 2-0 für den Hamburger UC. Jetzt wieder vorne Katha und Svea mit Lea Hartmann, Paula und Daphne hinten. Wirklich, die Schiris machen es bisher echt super. Ja, muss ich auch sagen. Sind auch beide sehr erfahren, machen es echt gut. Und die Foul kommt von Lea. Kann man hinten auflegen. Gut so. Ja. So, wieder im Druck. Glück gehabt. Einfach mal ein bisschen mit Gewalt da raus. Und wieder aufgelegt. Jetzt auf Paula. Direkt die jetzt da Cutter findet. Einmal gewechselt mit Franzi. Ah nee, doch nicht. Kurz Umstimmigkeit mit Daphne. Franzi ist wieder drin. Ungenau, leider. Starker Ball. Ja, ah, schade. Ich dachte, das wäre ein Fuß. Dachte die Urzieherin auch, meiner Meinung nach. Zwölf Minuten, wie wir alle wissen, im Hallenhockey gar nichts. Da kann noch alles passieren. Alles passieren. Bei Herren meistens mehr als bei den Damen, aber auch bei den Damen kann was passieren. Im Hinspiel sind in sehr kurzer Zeit sehr viele Tore gefallen. Da war es lange ausgeglichen, glaube ich, sogar 2-2 zwischenzeitlich und dann leider innerhalb von 5 Minuten hat UAC da das Spiel gedreht. Und stark gehalten von unserer Torfrau. Ja, sie finden doch immer wieder den Weg zum Tor, auch von den Grundlinien. Natürlich heute auch. Da rutscht er durch. Und da ist das Brett. Boah, hat sie Amelie Wortmann leider unfassbar stark durchgezogen. Die Pullemadies beschweren sich dann lautstark. Ich habe jetzt leider nichts gesehen. Ich würde auch sagen, dass das relativ war, glaube ich, sauber. Sauber war, ja. Sehr starker Zieher von Amelie Wortmann. Und dann mit der Rückhand. Haben wir jetzt leider das 3-0. Oh, jetzt leider das Fuß jetzt von Paula Fellmanns. Müssen auf jeden Fall von Polo langsam ein paar Tore fallen, sonst könnte das hier. Ja. Ist okay. Aber klar, man muss jetzt auch alles mutig reinhängen und mutig nach vorne. Die Bälle kommen nach vorne auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Kontrolle vorne, dann sind da auf jeden Fall noch Dinger möglich. 3-0 ist natürlich jetzt schwer noch zu drehen oder schwieriger. Das ist ärgerlich. Freischlag für den UAC ist aber vorm Kreis, also keine Gefahr. Keine größere Gefahr wie eine Ecke. Das
stark. Was? Den, dafür sieht, irgendwas ich, hätte ich jetzt Ecke auch gesehen. Ich hätte jetzt fast einen Abschlag oder Freischlag gefunden, weil ich den vorher nochmal gefährlich gesehen habe. Oh, stark. Oh, da jetzt ist Svea, die jetzt Cutter am Ball. Stark. Sich da stark. Boah, das stark war meiner Meinung nach, ja, gut. Kurze Spiel. Jetzt wird nochmal Emily Wortmann erneut ermahnt. Ist natürlich jetzt schon zweimal ermahnt. Mal, ich muss jetzt aufpassen. Boah. Das ist und jetzt wieder schnell nach vorne vom URC. Dass Paula da kurz überlegt hat, vorzukommen, aber hinter geblieben ist, war die richtige Entscheidung. Ja. Oh. Boah, richtig. Richtige. Ja, stark gemacht. Also da die Ruhe zu bewahren, und das Dribbling zu gehen und den Fuß zu finden, das schafft auch nur Paula Fellmann. Oh. Oh. Ja, man sieht es wer an, die will jetzt. Die will hier ein Türchen schießen. Die will einfach dieses Spiel noch drehen und. Oh, knapp, schade. Gut von Lea und Svea da gespielt. Auch gut gehalten, muss man sagen. Ja, Fuß meiner Meinung nach. Ja, hat sie gut gesehen. Vorher bei Paula hat sie noch gepfiffen. Ja. Leider zu. Boah, wieder schnell. Stark gespielt auch. Und da Glück gehabt, der ging daneben. Jetzt noch 8 Minuten auf der Uhr. Immer noch leider kein Tor für den Hamburger Polo Club. Der Club an der Alster und HTRC hätten natürlich, glaube ich, gerne gesehen, dass wir hier den URC auch ein bisschen geärgert hätten. Wäre natürlich für die beiden auch besser. Wie gesagt, URC mit 13 Punkten jetzt. Zum aktuellen Stand mit 16 Punkten. Wir hoffen natürlich, dass sich das noch dreht. Boah, ja, wieder starkes Brett leider von den Unparteiischen unterbrochen. Ja, gut, das war natürlich jetzt auch nicht das Spiel, was wir hätten müssen gewinnen. Gegen den URC heute. gegen den Tabellenersten, das hätte keiner. Keiner erwartet. Trotzdem, stark, die Mädels kämpfen so stark. Hoffen wir natürlich, dass auch in den letzten 7,5 Minuten noch wenigstens. Ja. Wer wird jetzt ermahnt? Ermahnt. Oh, die Kapitänin. Ich weiß nicht, ob da zu viel von der Bank gerade kam. Das haben wir nicht. Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich schon. Klar, die Mädels haben jetzt auch. Nach so einer schon echt starken Leistung heute ist es natürlich auch super frustrierend hier 0-3 hinten zu liegen. Jetzt kommt einmal ein Torwartwechsel. Für die letzten 7 Minuten. Ja. Bin ich mal gespannt. Ich sehe gerade nicht, wer da jetzt im Tor steht, aber. Ja. Wieder Abschlag für die Polo Ladies. Kurzes Missverständnis zwischen Tete und Duffy. Ist natürlich die Frage, ob man jetzt den Torwart rausnimmt. Andererseits die URC-Damen kontern natürlich echt stark. Schade. Gerade mit dem schnellen Konter. Genau, ist halt die Frage, ob das tödlich sein. Genau. Das auch Polo nicht die typische Mannschaft, die einen Torwart rausnimmt, würde ich sagen. Nee, genau. Ich glaube, ich würde jetzt auch. Ist richtig, jetzt halt einfach voll Press da vorne zu spielen, ist schon richtig. Oh. Stark gut gemacht von TT, gut mitgespielt. Und ja, jetzt geht's natürlich wieder schnell nach vorne. Ja, den wollte die Nora durchlassen. Finde auch den Ball für sich. Nora führt schnell aus. Ist nur sehr dicht vorne direkt. Stark von Jani ab. Oh, kriegt sogar den Pfiff für sich. Den der lag, glaube ich, nicht. Sehr auffällige Spielerin. Auf jeden Fall. Oh, schade, Marie. Oh, kriegt sogar den Pfiff für sich. Glück gehabt. Das Spiel ein bisschen schnell machen. Gut. Sehr voll da vorne. Also der URC steht einfach echt gut. Oh, ärgerlich.
kriegt den Ball. Oh, sie pfeift für sie, aber gibt keinen Vorteil. Gut. Kann man nicht ändern. Und da ist der Ball im Kreis. Ja, oh, schade, starker Marie. Schuss. Toll gemacht, schade. Ja, die Chancen sind da, nur der Ball will irgendwie der Ball nicht, will nicht über so die Linie. Fallen. Ja, ich sehe da irgendwas, aber gar nichts wieder, zu pfeifen ist wieder schwierig. Köllinger, super schnell. Ja. Oh. Stark abgehalten cool gehabt. Von Paula. Ärgern sich natürlich die UAC-Damen. Ja, ich glaube auch. Ist natürlich jetzt zum Ende auch. Lassen die Kräfte so langsam nach. Mal ein schnellerer Wechsel, ganz gut. Oh, der war wieder hoch. Gut, jetzt mal schnell nach vorne. Oh, gut verteidigt, muss man sagen. Sehr schnelles Spiel jetzt auf jeden Fall. Letzte 4 Minuten sind angebrochen. Ja. Fast. Drei Tore noch zu schießen ist natürlich könnte jetzt immer schwieriger werden. Aber ich finde, hier sollte auf jeden Fall noch ein Tor für die Polo Ladies fallen, weil sie echt ein super Spiel gemacht haben bis jetzt und die sich da einfach mal belohnen sollten. Trotzdem, keiner lässt den Kopf hängen, obwohl es hier nicht für uns steht. Sehr stark von den Mädels. Auf jeden Fall. Für die Freischlag rausgeholt. Duffy und Paula jetzt wieder hinten. Ja, das war nicht ganz genau. Und da ist wieder Jani. Ja. Super stark verteidigt. Stark gemacht von Daphne. Ja. 3,5 Minuten noch. Im letzten. 3 Tore, 3 Minuten. Stark gemacht von Amelie Wortmann. Stark gehalten von Theresa. Die ist wirklich sehr stark. Heute echt super gehalten. Jetzt hier das typische Spiel in der Ecke. Direkt keiner will dem anderen. Stark gemacht von Lea. Sehr stark. Und jetzt kommt der schnelle Ball. Oh, leider. Ach nee, die Karte hat den noch. Der Wahnsinn. Ist dran. Stark. Stark gemacht, gefühlt von der Grundlinie. Senkt die den da ein. Tolles Tor von Katanes. Ich glaube sogar, ihr erstes, zweites in der Halle jetzt. Ja. Ich weiß gar nicht. Ganz stark. Hat sie sich verdient. Hat sie sich so verdient. Da ist sie wieder in ihr alter Stürmer-Manier. Und gleich geht's weiter auf der anderen Seite mit dem UAC. Mit der nächsten Torchance. Oh, gut durchge. Stark gemacht von TT. Oh, ja, Glück gehabt. Sehr gut. 2 Minuten noch. 1:3, da war das Tor, was wir uns gewünscht haben. Jetzt wollen wir natürlich noch mehr sehen. 2 Minuten, jede Minute ein Tor. Mädels, das wäre möglich. Gut, die Frage, ob sich der. Die UAC-Mädels werden sich jetzt nicht. Oh, stark. Da ist der Ball direkt vors Tor. Leider ärgerlich. Jetzt schnell wieder vom UAC nach vorne, super gefährlich. Und Amelie wieder am Ball, stark abgelegt. Ja. Da ist das 4-1 leider im Dritten. Stark gespielt, muss man im Zug. Ich weiß, lassen. Ich habe nicht gesehen zwischen Amelie und Sophie Stamms, glaube ich. Ja. War das jetzt ihr 20. Treffer sogar? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Ja. Sehr gefährliche Spielerin auf jeden Fall. Oh, Svea macht den Alleingang. Oh! Und trifft den Tor. Jetzt fallen hier die Tore in den letzten 3 Minuten. 4:2. Da ist das, was Marlene angesprochen hatte von Svea in den letzten Minuten. Genau, die trifft auf alles Verlass. Geht. 1:10 noch, 4:2. Ich wünsche es den Mädels, jetzt hier nochmal zu treffen, aber 1 Minute ist natürlich. Schön wäre natürlich gewesen, wenn die Torparade hier ein bisschen früher stattgefunden hätte. Ich glaube, hätten wir jetzt noch 5 Minuten, wäre da noch viel drin. Ja, Spiel geht weiter. Oh, leider. Oh. Ja, 45 Sekunden nochmal. UAC im Angriff. Ein Abschlag noch. 30 Sekunden. Und ja, Svea packt vom Tor. Die ist ein heiß. Zauberball. Wäre noch schön. Ja, Abschlag, Freischlag für UAC. Oh, nochmal. Oh, Amelie wieder. Die will noch stark, stark gemacht gehalten. Von TT.
4:2 gegen UAC, muss man sagen, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wenn's jetzt, oh. UAC als Erster jetzt natürlich. Jetzt 10 Sekunden. Paula und nach vorne. Eine Sekunde. Oh, ja. Ich denke, dass... Das war's. 3 Sekunden noch. Ja, und wir verabschieden uns mit einem 4:2 für den UAC. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis morgen. Danke.